Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem kleinen Videopodcast. Ja, zu einer ungewöhnlichen Zeit heiße ich euch willkommen. Es ist Montagnachmittag, ich glaube 16 Uhr irgendwas. Ich habe keine Uhr da. Ja, das ist für mich ungewöhnlich. Normal nehme ich ja Dienstagmorgens auf. Aber ich habe morgen einen Termin, morgen früh. Und da ich nicht weiß, wie der ganze Tag über dann noch so läuft, habe ich gedacht, ach komm, jetzt habe ich Zeit, das Wetter ist noch so schön, ich kann noch raussitzen. Kann ich wahrscheinlich morgen auch, weil das ist die ganze Woche noch schön gemeldet, aber wer weiß. Und ich habe jetzt einfach die Zeit und ja, wollte mich jetzt mal wieder bei euch blicken lassen. Ich hoffe, das geht mit der Sonne, aber ich glaube ja, müsste eigentlich gehen. Ja, ich habe ja eine Woche Pause gemacht. Mich hat eine Erkältung lahmgelegt, aber so richtig. Also ich war richtig, richtig krank. Es war jetzt zwar keine echte Grippe, sage ich jetzt mal, aber ich bin selten so flach gelegen wie dieses Mal. Also ich habe das schon Freitag vor einer Woche, ging es abends schon los mit Halskratzen und ach, Unwohlsein. Und da bin ich wirklich das vorletzte Wochenende komplett flach gelegen. Samstag, Sonntag, ich bin nur flach gelegen. Ja, die Kinder waren auch krank. Und gerade jetzt der Lennart, der Große, und ich, wir haben den ganzen Sonntag hier auf der Couch gelegen. Wir haben zwei Couches? Also ja, zwei Couch. Ja, egal. Und eben, ich lag auf der Kleinen, er lag auf der Großen. Er ist ja mittlerweile wesentlich größer als ich mit seinen 14 Jahren. Und wir haben wirklich den ganzen Tag einen Film nach dem nächsten geguckt, haben abwechselnd die Taschentücher benutzt, haben Tee geschlürft. Also ja, mein Mann und die anderen beiden sind eigentlich immer nur durchs Wohnzimmer kurz durchgehuscht, um ja nicht so viel Bakterien abzukriegen. Ja, also uns beide hat es schon ordentlich erwischt gehabt. Ja, und wie man hört, ist, also ich denke, es hört man doch noch, also es ist auch noch nicht ganz hundertprozentig weg. Ja, so, jetzt sehe ich aber gerade, ich bin schon irgendwie sehr schattig, gell? Ist so besser? Ich glaube, so ist besser, ja. Ja, so. Ich trinke heute Schwarztee. Ich hatte heute irgendwie mal Lust, mal wieder auf einen Schwarztee. Ja, Kaffee hatte ich heute schon genug. Und dann dachte ich, ach ja, so ein Ceylon, Indien ist es, glaube ich. Ja. Doch, ich habe Phasen, da trinke ich auch ganz gern mal Schwarztee. So, fangen wir an. Also, ihr seht es schon im Hintergrund. Ich habe meinen Tecumseh fertig. Ich rutsche gerade mal ein Stück zur Seite. Ich guck mal, ja doch, man müsste ihn ja ganz gut sehen. So, ich war circa, nee, stimmt nicht. Ich hatte, glaube ich, das Körperteil hatte ich, glaube ich, schon fertig. Vor 2 Wochen. Ja, und habe mit einem Ärmel angefangen gehabt. Irgendwo hier war ich da. Ja, so, also sprich, ich habe den ganzen Ärmel fertig gestrickt, habe den zweiten noch dazu gestrickt und habe dann aber gemerkt, der Körper ist mir viel zu kurz. Ja, weil der Tecumseh ist ja vom Schnitt her, hat er sehr tiefe Ärmel. Also wenn ihr seht, dieses ganze Stück hier, oh, das ist jetzt gar nicht so leicht, weil es spiegelverkehrt ist. Also hier unten sind die Ärmel abgeteilt erst. Also es ist ein relativ großes Schulterstück runter, an der Brust dann noch runter. Ja, und dann war nur dieses kleine Stück eben der Körper. Und jedes Mal, wenn ich mich bewegt habe und so gemacht habe, ist es so hochgerutscht, dass man meinen Bauch gesehen hat. Und da habe ich mich nicht wohl gefühlt drin. Nee. Und dann habe ich einfach das Bündchen nochmal aufgemacht und habe ja, bestimmt 10, wenn nicht sogar 15 cm noch dran gestrickt. Das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht. Ich wollte ihn jetzt aber nicht anziehen, weil es heute so warm ist. Und ja, ich finde, so kann man eigentlich auch ganz gut sehen. Ja, dann habe ich eben das Bündchen nochmal aufgemacht und dran gestrickt. Und dann nochmal das Bündchen. Ich habe es dann auch anders gestrickt. Ich hatte es ja in der ersten Variante, habe ich eins rechts verschränkt, zwei links gemacht. Das hat mir aber an dem Pulli nicht so gut gefallen. Ja, und ich habe jetzt einfach nur normal rechts, links im Wechsel. Eine rechts, eine links. Und es ist jetzt ganz gut, ja. Ich gucke gerade mal. Ja, so ein bisschen kann man es, glaube ich, erkennen, wenn man es ranzoomt. Genau, das ist mein Tecumseh.
Den habe ich ja, ich habe die Banderolen jetzt nicht mehr da. Ich habe auch die Anleitung jetzt nicht da. Er ist ja fertig. Er ist wunderbar warm. Ich trage ihn sehr, sehr gerne. Ja, er ist sogar sehr, sehr warm. Also jetzt im Moment kann ich ihn gerade gar nicht anziehen, weil es wirklich zu warm ist noch. Es ist ja Wahnsinn. Wir haben jetzt Mitte Oktober und mein Thermometer zeigt 26 Grad. Also eigentlich ist es schon nicht mehr normal. Naja. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe den gestrickt aus der Charisma von Drops. Das ist die blaue Wolle gewesen. Die graue Wolle ist eine 8-fach Sockenwolle von Online gewesen. Und das helle Beige, ja, Wollweiß, das war ein Polygarn von Schachenmeier. Das hatte ich noch unter. Genau, mit 4er Chagu-Nadeln habe ich den gestrickt. Das sind ja meine Standardnadeln. Ich stricke ja eigentlich immer mit den Chagu-Nadeln. Ja, das ist mein Tecumseh. Genau. Ja, jetzt fällt mir aber noch ein. Als ich jetzt gerade erzählt habe, dass ich so erkältet war. Jetzt muss ich noch mal einen Schwenker zurückmachen an den Anfang. Ich wollte mich bei euch ganz herzlich noch bedanken für die vielen Besserungswünsche. Das war ja Wahnsinn. Egal ob per Instagram, ob per WhatsApp oder per E-Mail. Ich habe so viele Besserungswünsche bekommen und ich habe mich über jeden einzelnen gefreut. Das ist, ja, das ist irgendwie besonders, wenn man merkt, okay, die Leute, die wünschen einem, dass es einem wieder gut geht. Und ja, also vielen Dank hierfür nochmal. Das wollte ich eigentlich schon vor dem Tecumseh sagen und erzählen. Tja, läuft halt nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Ja, genau. So, jetzt geht's weiter im Text. Ja, der Tecumseh. Jetzt überlege ich, ja, ich mache jetzt gleich weiter, weil ich habe nämlich schon wieder ein neues Oberteil angefangen. Und zwar habe ich den schon relativ lang im Kopf, dass ich den auf jeden Fall stricken möchte. Und ich möchte diesen Pulli nicht einfach nur stricken, ich möchte ihn gern steaken. Ich möchte mir eine Strickjacke daraus machen. Ja, jetzt habe ich durch Zufall irgendwie, habe ich mit unserer Kunkelstuben-Anja, ich nenne sie jetzt einfach Kunkelstuben-Anja, habe ich mal so ein bisschen mich unterhalten. Und dann ging es eben darum, ja, dass sie auch ganz gern noch einen Colorwork-Pulli stricken wird, dass ihr das gerade so Spaß macht. Und da sage ich, ja, mir geht es genau gleich. Und dann habe ich ihr eben von dem Pullover erzählt. Ich zeige ihn euch kurz. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich die Anleitung rauskriege. Ich habe blöderweise die Anleitung unter dem Stativ. Ah, ganz gut, ne? So. Und zwar, passend zu meinen vierbeinigen Freunden, möchte ich mir diesen Pullover stricken und dann steaken. Ja, das ist der Fjordvolk Sweater von der Linka Caroline Neumann. Ja, genau. Das habe ich ihr dann erzählt und gezeigt. So, diesen Pulli möchte ich gerne stricken und steaken. Ja, so. Und dann haben wir eben da so drüber gesprochen und da die Anja ja auch Hundefreundin ist und oh, der ist ja toll und hast du nicht Lust, den zusammen mit mir zu stricken? Ja, also komm, dann mach mal einen Mini-Karl. So, jetzt haben wir noch den, ja, dann habe ich die Brigitte noch mit reingepackt in unsere kleine Gruppe. Das ist eine liebe Zuschauerin. Hallo Brigitte an dieser Stelle, sie möchte auch gern mitstricken. Und die Anja hat unseren Johannes noch mit reingepackt. Also wir sind jetzt eine kleine Gruppe von 4 Leuten. Der Johannes, die Anja und die Brigitte und ich, wir stricken alle 4 diesen Fjordvolk-Sweater. Ja, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Genau, in einem kleinen Mini-Karl. Ja, und es macht richtig Spaß. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich zeige euch den, wie weit ich bin. Ich habe jetzt nur vorhin gerade gesehen, dass ich einen Fehler drin habe beim Farbwechsel, aber ist nicht so schlimm. Muss ich ein bisschen zurückstricken wieder. So, jetzt möchte ich mal gucken, wo man die Steak-Stelle sieht. Ja, ich zeige ihn euch einfach mal kurz. So, das wird mein Fjordvolk-Sweater. Gesteakt, also nachher dann eine Jacke. Er sieht jetzt recht klein aus, weil er hier geshoppt ist. Also der passt mir dann schon. Ich habe ihn nämlich schon das zweite Mal angeschlagen. Das erste Mal war er mir zu klein. Das ist nämlich, wir hatten alle 4 Probleme mit der Maschenprobe und jetzt habe ich eine Faser an der Nase.
mit der angegebenen Maschenprobe. Irgendwie hat es bei keinem von uns vier richtig hingehauen und dann haben wir einfach mal losgestrickt. Ja, eben. Und die Stelle, wo hier in diesen, zwischen diesen zwei gelben Markierern ist, das wird meine Stick-Stelle. Ja, ich habe sie, ich finde, ein bisschen zu groß gemacht. Also ich habe jetzt 8 Maschen genommen. Ja, ach, aber das ist nicht so schlimm. Das ist mein erstes Mal, dass ich sticken möchte. Ich habe mir das einfach halt durchgelesen, wie das funktionieren soll und habe es jetzt mal so gemacht. Die Stick-Profis unter euch, guckt nicht so genau hin. Das wird schon irgendwie hinhauen. Ja, genau. Das wird mein Fjordvolk-Sweater, gestickte Jacke. Also kein Sweater mehr in dem Fall dann. Ja, genau. Also dieses Colorwork, das ist ja gerade im Moment total mein Ding. Ich könnte ja nur Colorwork gerade stricken. Oder dieses, wie nennt man das? Stranded Colorwork? Ja, genau. So sieht das Ganze von innen aus. Also da ist natürlich jetzt nicht so schön, aber hier. Ja, das finde ich ist auch gut. Sieht richtig schön aus. Ja, ich bin mittlerweile sehr zufrieden mit meinem... mit meiner Fadenspannung und mit den Farbwechseln. Ja, genau. Ach, das macht Spaß. Und da die Wolle auch recht dick ist, geht es auch ganz gut voran. Ich habe, wie gesagt, ich war ja schon circa, ja, so bei der zweiten oder dritten Abwechslung mit diesen Pünktchen, war ich schon und habe ihn eben dann auf längere Nadeln gezogen und dann war er mir zu knapp, dachte ich. Und habe dann nochmal richtig gemessen und habe dann aber auch gemerkt, so, die Wolle ist doch sehr, sehr elastisch. Und durch das Sticken, weil ich ja da jetzt doch einen relativ breiten Rand gemacht habe, jetzt finde ich ihn nicht mehr, ach, ist auch egal, habe ich jetzt die gleiche Größe nochmal angeschlagen. Mit einem bisschen eben diesem größeren Ding in der Mitte, wo ich dann nachher durchschneide. Ja, das wird spannend. Aber es haben ja jetzt mittlerweile einige Podcaster schon gestiegt, wo ich halt auch geguckt habe und habe gedacht, ja, so schwer kann das doch eigentlich nicht sein. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man gut die Maschen festhäkelt oder näht, bevor man schneidet. Und dann kann eigentlich ja theoretisch nichts mehr passieren. Aber wie es nachher in der Praxis dann aussieht, weiß man nicht, gell? Ja, so, aus was stricke ich diesen Fjordvolk? Also wie immer, 4er Chaogu-Nadel. Meine Lieblingsnadel. Ich habe auch, doch, ich habe noch die Knit Pro Zing und die Symphony, aber ja, das sind einfach meine, die Chaogu. So, also, dieses Grau ist das gleiche Grau, wie ich hier habe. Da habe ich nämlich noch so viel übrig gehabt, dass ich gedacht habe, ach komm, das nimmst du jetzt einfach. Und zwar dieses Online Supersocke, 8-fach Garn in Grau, graumeliert. Ja, also ich stricke den auch in den Originalfarben von diesem Foto hier. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Aber ich glaube, es geht, gell? Da ist auch... Ups, nein! Jetzt ist er runtergefallen. Uah, entschuldigt. Eben hier dieses Grau, dann das Wollweiß und Grün. Genau, und ich stricke ihn genauso hoch. Also ich verändere da nichts. Auch vom Muster her genau das bleibt. Was ich nicht machen werde, weil ich ihn ja sticken möchte, diesen Rollkragenrand. Das ist ja Quatsch, wenn ich da eine Jacke draus machen will. Vielleicht stricke ich im Nachhinein ein bisschen einen größeren Kragen dran. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Ja. Ja, eben. Und der Pullover wird von unten gestrickt. Von unten hoch. Und dann werden auch die Ärmel werden dann schon gestrickt. Und dann wird das oben zusammengefügt. Und erst dann wird der Joke oben gestrickt. Das ist auch eine Variante, wo ich so noch nie gemacht habe. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber da wir ja zu viert sind... In unserem kleinen Karl wird es hoffentlich schon hinhauen. Also der Johannes hat geschrieben, er hat schon mal ein Pullover so in der Art gestrickt. Und ja, dann haben wir ja schon einen, der da Erfahrung hat. Und dann wird er halt genervt. Dann wird der Johannes bombardiert mit WhatsApps, wenn es nicht klappt, wenn ich nicht weiß, wie es geht. Ja. Ja, eben. Also zurück. Das ist die Online-Farbe. Supersocke Online. Linie 10. Das hier. Dann dieses Wollweiß ist von Katja Basic Merino. Das habe ich mir gekauft.
extra. Also ich habe mir natürlich alles selber gekauft. Habe nichts gesponsert bekommen. Ja, das ist das helle. Dieses Wollweiß. Das ist ein ganz tolles, weiches Garn. Ja. So, und das Grün ist von Patents. Das Merino extra fein in der Stärke DK. Bei dem hier weiß ich nicht, ob der ein oder andere sich erinnert. Also das ist eben dieses, ja, Grün, Olivgrün. Ja, dunkle Grün. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, ich habe aus dem gleichen Patents Garn, habe ich meine braune Strickjacke, die ich mit meiner versponnenen Wolle gestrickt habe. Das war das gleiche Garn, mit dem ich das dann verstrickt habe. Und ja, das ist genau. So weit bin ich und es macht total Spaß. Ich könnte eigentlich den ganzen Tag nur an dem Ding rumstricken. Und ich schmeiß wieder alles runter. Jetzt lassen wir es einfach da liegen. Genau. So, also wie gesagt, der Tecumseh ist fertig. Der Fjordfolk ist in Arbeit. Aber im Moment ist es, ja, ich habe jetzt die Zeit. Wir haben uns auch kein Zeitlimit gesetzt. Wir haben jetzt zusammen angeschlagen, aber jeder strickt nach seinem Tempo. Genau, so. Und das ist auch der Grund, also dieser Fjordfolk-Sweater ist auch der Grund, warum ich beim Kunkel Karl ausgestiegen bin. Also der hat ja eigentlich noch gar nicht angefangen, aber ich habe mich jetzt entschieden, nee, mir wird das jetzt alles ein bisschen zu viel. Zu viel Projekte, zu viel, ich habe mir selber Druck gemacht. Das wollte ich nicht. Ich wollte diesen Druck nicht haben. Und deshalb habe ich gedacht, okay, entweder den Fjordfolk oder den, Entschuldigung, da oben fliegt ein Flugzeug. Entweder den Fjordfolk oder den Wanderling. Und da mir der Fjordfolk einfach besser gefällt wie der Wanderling, weil ich ja von Anfang an ein bisschen skeptisch war, habe ich jetzt entschieden, nein, ich steige jetzt aus dem Stop-and-Go Kunkel Karl aus, mache den diesmal nicht mit, weil ich eben den Fjordfolk gern stricken möchte. Genau, das ist der Grund, warum ich da nicht mitmache, weil es mir einfach zu viel geworden ist. Ja. Ich hatte aber Zeit, zwischenzeitlich hatte ich auch wirklich extrem viel auf den Nadeln. Also ich hatte, der Tecumseh war noch nicht fertig, ich habe den Loop für meine Freundin noch nicht fertig gehabt, ich hatte die Oktobersocken noch nicht fertig. Dann stand der Winterling, der Wanderling stand an, dann der Fjordfolk-Sweater. Und da hat es in meinem Gehirn dann irgendwann, wow, viel zu viel, du kriegst das nicht auf die Reihe. Und da habe ich gedacht, nee, ich muss da jetzt einen Strich ziehen und wirklich nur das machen, was mir richtig Spaß macht und nicht, was ich denke, wo vielleicht auch erwartet wird, ich weiß es nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es war mir einfach zu viel. Genau. So, und dann habe ich ordentlich abgearbeitet. Also, wie gesagt, hier den Tecumseh habe ich fertig gemacht. Dann habe ich den Loop für meine Freundin. Ja, ich füge euch jetzt hier an der Stelle wieder zwei oder drei Bilder ein. Ich habe ihn nämlich nicht mehr. Ja. Ja. Und sie hat ihn jetzt heute mitgenommen. Sie war jetzt, vorhin war sie da. Wir haben ein kleines Fotoshooting gemacht. Im schönsten Sonnenschein, sie hatte ein trägerloses Oberteil an, aber wir haben die Mütze und den Loop fotografiert. Ja, ich kann nichts dafür, dass das Wetter so schön ist. Aber sie wollte sie jetzt einfach gern haben und klar, das ist, ja, wie gesagt, ich habe euch ja jetzt die Bilder gezeigt. Und ja, an dem saß ich auch eine Weile dran, weil das wirklich, also der Loop, der ist jetzt, ich habe es mir aufgeschrieben. Die Breite ist 1,16 Meter, flach liegend, also nicht gezogen, sondern wirklich flach liegend, 1,16 Meter lang geworden. Stimmt nicht, was ich euch erzähle. Einfach 1,16 Meter, dann ist er insgesamt 2 Meter, ja, so circa 2,30 Meter. Also der ist wirklich sehr groß geworden. Ich wollte ihn eigentlich nicht so groß haben, aber ja, sieht super schön aus. Und es waren ja 600 Maschen, wo ich da angeschlagen habe für eine Runde. Also das war wirklich eine Fleißarbeit mit diesem hauchdünnen Garn zu stricken.
wo ich die Mütze ja schon gestrickt habe mit den Häkelblümchen dran. So, das ist übrig. Das Blau habe ich komplett aufgebraucht, deshalb ist auch der Loop, das untere Stückchen ist breiter, das Blau, wie das obere, weil ich einfach, mir ist die Wolle ausgegangen. Hm? Ja, und ich wollte jetzt nicht wegen 3 cm nochmal einen neuen Bobbel kaufen gehen, weil da wäre mir dann wieder was übrig geblieben. Und das ist so ein dünnes Garn, wo ich jetzt gar nicht so richtig weiß, was ich damit jetzt noch anfangen soll, mit dem Rest. Ja, naja, macht nichts. Kommt in meine Restesammlung und dann schauen wir mal, was wir draus machen. Ja, genau. Eben. Und das war eben dieses Konzept von Katja, das Silky Lace. Ja, ein wunderschönes Lace-Garn mit Seidenanteil. Das ist ein Single-Garn, was mich teilweise ein bisschen geärgert hat. Ja, wenn man dann mal was aufribbeln musste wieder, weil ein Fehler drin war, oder wenn man eine Masche so nicht richtig erwischt hat und wieder auf, wieder hochholen musste, hat sich dann doch das ein oder andere Mal ein bisschen verhakt. Ja, also es ist ein wunderschönes, weiches, flauschiges Garn, aber es ist nicht für Schnellstricken geeignet, sage ich. Also deshalb war es ja auch so eine extreme Fleißarbeit, weil es einfach so viele Maschen waren und dann eben dieses Garn, wo man wirklich aufpassen muss, dadurch, dass es ein Single-Garn ist. Ja. Da bin ich jetzt auch ganz ehrlich und sage euch, ich bin froh, dass das fertig ist. Das Ergebnis, es hat sich gelohnt. Die Arbeit hat sich wirklich gelohnt, aber ich bin froh, dass ich fertig bin. Ja, genau. Und so schnell werde ich keine Mütze und auch keinen Lace-Schal aus Single-Garn und aus Lace-Garn stricken. Mhm. Deshalb ist es jetzt so schön, dass ich diese dicke Wolle habe, mit der ich jetzt stricken kann. Ja. So, also, machen wir weiter. Jetzt überlege ich gerade, was habe ich noch fertig gemacht? Die Oktobersocken habe ich fertig. Ja, die zeige ich euch jetzt gleich als nächstes. Och, jetzt kommt ein Windchen. Ja, und ich habe sie diesmal auf meinen schönen Sockenbrettern. Ich habe es nicht vergessen dieses Mal. Ja, und zwar war der grüne die Oktobersocke. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich hatte eine schon fertig, gell? Ja, ich hatte den hier schon fertig im letzten Video. Und bei dem hatte ich den Schaft hier oben bis hier gestrickt und das kam dazu. Ja, das ist eine ganz normale Stino-Socke. Mein Bündchen ist rechts verschränkt, eins rechts verschränkt, eins links. So, jetzt ist mir eine Banderole weggeflogen, die ich euch eigentlich noch zeigen wollte. Mist. Naja, egal. Ja, eben, eins rechts verschränkt, zwei links. Dann gerade rechts runter meine normale Käppchenferse. Ich mache hier immer so zwei linke Maschen, dann finde ich, ist der Abschluss schöner. Und gerade rechts vor und meine Bändchenspitze. Ja, genau. Das sind meine Oktobersocken. Die habe ich fertig. Und zwar war das ein Wollbuttgarn. Und zwar das Utrecht. Ja, habe ich geschenkt bekommen. Ja, das habe ich geschenkt bekommen. In Größe 42, 43. Genau, da gibt es groß nichts zu sagen. Den Marker kann ich jetzt rausmachen. Die wandern in meine Weihnachtssockenkiste. Ja. So, Nummer 1. So, dann habe ich noch ein paar fertig. Ja, beim Sockenstricken war ich fleißig. Diese Woche oder letzte Woche. Ja, ich hatte ja auch Zeit. Ich war ja krank, ne? Hm. So, die habe ich jetzt aber auf einem kleineren Sockenbrett, weil ich nur eins von den großen habe. Und zwar diese hier. Genau. Das sind auch ein paar Herrensocken. Das gleiche Rezept wie das andere. Nee, stimmt nicht. Das Bündchen habe ich zwei rechts, zwei links gemacht. Nicht verschränkt, sondern ganz normal. Dann glatt rechts runter. Meine, ja, hier seht ihr. Das ist ein bisschen größer, weil das Brett nicht ganz passt. Meine normale Käppchenferse. Und meine Bändchenspitze. Die finde ich sehr, sehr schön. Die gefallen mir wirklich richtig gut. Ja. Genau, und der zweite ist auch schon fertig. Ja, da ist das Pärchen auch schon komplett. Die dürfen auch in meine Weihnachtskiste.
So, ich habe die Herrensocken dann jetzt bald fertig. Ich glaube, es fehlt nur noch ein paar. So, ganz kurz noch. Dieses braune Garn ist, Entschuldigung, ist ein ganz normales, vierfädiges Sockengarn von Regia. Und da habe ich dann immer 5 Reihen gestrickt und immer einmal Kontrast. Und ich habe den Faden mitgezogen. Ja. Das sieht dann so aus. Da mache ich mir nicht die Mühe und schneide alle 5 Maschen den Faden ab. Nee, haha, echt nicht. Eben, das sieht dann so aus. Sieht nachher kein Mensch mehr am Fuß. Ganz ehrlich, also. Ja, genau. Und ich, ja. Also ich finde, es geht. Man sieht es zwar schon ein bisschen, so hier die Übergänge, aber ich habe schon hässlichere Übergänge gestrickt. Hier habe ich ein bisschen zu fest angezogen. Da ist die braune Masche verschwunden. Ja, man darf ja auch mal ein bisschen selbstkritisch sein, ne? Und beim Stricken bin ich schon kritisch, muss man schon sagen. Ja, eben, genau. Das braune war eben die Regia. Und dieses melierte, braunmelierte, das habe ich mal im Sonderverkauf irgendwo gekauft. Fragt mich nicht wo, ich weiß es nicht mehr. Das ist einfach nur ein Strumpf- und Sportgarn, vierfädig, 75 Schurwolle, 25, ja doch, 25 Polyamid. Ein ganz normales Sockengarn. Jo. Mir gefallen ja so melierte. Das ist schön. Und ich habe tatsächlich nur 50 Gramm gebraucht für beide Socken. Obwohl es Größe 42, 43 ist, durch die Kontrastfarben, habe ich tatsächlich noch 50 Gramm übrig. Das heißt, ich kann mir auch noch welche stricken. Und ja, aber ich nehme dann irgendwie ein Kontrastgarn. Ja doch, ich mache die auch so mit Kontrast, nur halt irgendwie was Knalliges. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich habe nämlich für mich selber habe ich schon ewig keine Socken mehr gestrickt. Ich glaube, das ganze Jahr noch nicht. Nee, alles nur für meine Weihnachtssockenkiste und für sonstige Geschenke. Aber das ist ja so ganz typisch, gell? So als Stricker. Ja, die Sonne ist jetzt ein bisschen, kommt jetzt hier durch den Baum durch, dass man für sich selber eigentlich Socken kaum strickt. Gut, ich habe jetzt natürlich, dieses Jahr habe ich ja ich habe den Sunset Highway gestrickt, ich habe meinen selbst kreierten, gefädeten, die Wolle habe ich ja selber gefärbt, habe ich ja meinen Kerstin Faded, haben wir ja damals genannt, gestrickt. Dann habe ich jetzt den Tecumseh, dann habe ich den Fjordfolk, dann habe ich die braune Strickjacke mit dem gesponnenen Garn. Also Oberteile habe ich dieses Jahr schon relativ viel für mich gestrickt, aber so an Socken noch gar nichts. Ja, und jetzt haben auch meine Kinder angemeldet. Wir möchten auch wieder Wollsocken. Klar, die kalte Jahreszeit kommt jetzt wieder. Jetzt merken sie, jetzt wäre es schön, wenn wir wieder warme Füße haben. Ja. Ich hoffe, euch stört es nicht allzu arg, dass die Nachbarskinder jetzt Fußball spielen hinter mir. Ja, sind Kinder. Die machen halt manchmal ein bisschen Krach. Genau. So, dann habe ich aber noch ein paar Socken angefangen. Und zwar habe ich gedacht, so, ich habe jetzt die Oktobersocken schon fertig. Und die, jetzt wartet mal, die grünen waren die Septembersocken. Das sind gar nicht die Oktobersocken. Das sind die Septembersocken. Die hatte ich nämlich noch nicht fertig im Oktober. So war das, so rum. Genau. Die habe ich ja in der ersten Oktoberwoche erst fertig gekriegt. Dann habe ich, genau, jetzt habe ich es. Das sind die Oktobersocken. So, und da ich die schon fertig habe, habe ich jetzt schon mit meinen Novembersocken angefangen. Und zwar sind das solche... Diese blaue Wolle. Das ist auch eine Wollbutwolle. Appenzell. Ich müsste jetzt abbrechen oder unter den Tisch kriechen, um die Banderole zu holen. Mache ich jetzt aber nicht. Also Wollbut Appenzell. Da habe ich auch, lasst mich überlegen, ich glaube die roten. Weil das war ein Viererpack. Da habe ich ein grünes, ein blaues, ein grau-schwarzes und ein rotes. Ja. Und die roten habe ich auch schon verstrickt dieses Jahr. Die habe ich auch in irgendeinem Video habe ich die drin. Genau. Und die habe ich vorgestern angefangen. Da bin ich jetzt soweit. Ja, da habe ich keine Kontrastfarbe genommen, weil ich finde die Wolle an sich schon
Sehr schön. Und ich hatte Lust mal wieder auf ein Muster. Ich wollte keine Stino-Socken stricken. Ja, dann habe ich überlegt, weil das sollen ja auch wieder Herrensocken werden. Das ist jetzt das letzte Paar, was mir noch fehlt. Und habe, ich guck mal, doch so sieht man es ganz gut durch die Sonne. Das ist jetzt das Zimtwaffel-Muster. Das ist eine kostenlose Anleitung auf Ravelry. Hm. Genau, kostet nichts, ist umsonst. Ja, ach, jetzt kommt die Sonne aber wirklich doof durch die Bäume durch. Ja, genau, und die mustert sich so schön selber. Ja, wobei, Farbe frisst Muster, sagt man ja auch ganz gern, gell? So sieht man es jetzt ganz gut, so wenn man den jetzt so vor sich hat. Ja, es geht. Jetzt stricken wir mal weiter und gucken, wie es aussieht, wenn er mal fertig ist oder wenn der Schaft mal durch ist. Ja, genau. Das sind meine Novembersocken. Hm? Und dann meine ich mich zu erinnern, mein letzter Blick in die Sockenkiste ist schon 2 Wochen her. Und ich kann mich nicht erinnern, ja. Ich werde langsam alt, so. Ich drehe mich jetzt mal ein bisschen, weil die Sonne knallt jetzt hier doch so ein bisschen doof. Ja, ja, Novembersocken. Und eben, wenn die dann fertig sind, kann ich an die Kindersöckchen-Produktion gehen. Da habe ich jetzt auch mal meine Schwägerin durchgefragt, die Kindergrößen, die Schuhgrößen der Kinder. Und da werde ich einfach ein bisschen großzügiger stricken, dass die auch an Weihnachten noch passen, ja. Ich habe die alle drei mit meinen 2,5 Chagu Rundstricknadeln mit der Magic Loop Methode gestrickt. Ja. Genau, das waren meine drei verschiedenen Socken. Ich hätte theoretisch sogar noch ein viertes, weil ich habe für meine kleine Nichte, für die Martha, erinnert vielleicht sich auch der eine oder andere, da habe ich doch schon mal Puppensöckchen habe ich für die Martha mal gestrickt. Und der wollte ich jetzt auch ein paar Söckchen stricken. Habe mich aber verkalkuliert mit dem Rest. Und für den zweiten Socken hätte es mir nicht gereicht. Da hatte ich einen Socken schon ganz fertig. Und den habe ich dann nochmal aufgetrennt. Ja, aber ist nicht so schlimm. Ja. Ich habe mir jetzt die letzte Woche habe ich wirklich langsam gemacht. Und habe auch immer nur an dem gestrickt, was ich wollte. Ja. Es ist jetzt auch, ich habe jetzt momentan nur eben meine Novembersocken und den Fjordvolk auf den Nadeln. Und ich werde jetzt auch mal langsam machen. Also vielleicht noch ein Projekt, aber dann, also mehr wie 3 Projekte möchte ich nicht auf den Nadeln haben. Da merke ich, da werde ich unruhig. Das muss ja auch nicht sein. So. Ach, die Sonne. Die liebe Sonne. Ja. Ja klar, die ist jetzt schon relativ tief. Ich meine, wir haben jetzt eine halbe Stunde. Das heißt, wir haben jetzt nach 4:30 circa. Bis in 2 Stunden merkt man schon, wie die Dämmerung einsetzt. Also wir müssen schon wirklich früher mit den Hunden laufen gehen. Um 8:30, 9 ist es dunkel. Ja, der Herbst und die dunkle Jahreszeit kommt einfach. Ja, aber wir können uns echt nicht beschweren dieses Jahr. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Ich war weder auf dem Westerwälder Wollfest war ich nicht. Ich war auch nicht in Vaterstetten. Heute fliegen viele Flugzeuge über uns drüber. Ja, wir sind hier Einflugsschneise von Zürich. Und deshalb fliegen hier. Und da die Sonne jetzt so schräg steht, sieht man die hier so schön glänzen. Deshalb muss ich da jetzt immer mal hochgucken. Ja, eben, ich war auf keinem der Wollfeste. Ja, schade. Alles zu weit weg. Ich bräuchte ein Privatjet. Hm? Und ein Goldesel. Weil das müsste ja dann auch finanziert werden, das Ganze. Ja, so ist es halt. Nö, aber sonst gibt es eigentlich nichts Neues bei uns. Am Freitag hat der Christian Geburtstag. Darum werde ich die Woche noch backen und ja, jetzt mal gucken, was er sich wünscht. Also meine Kinder dürfen sich ja immer raussuchen, welchen Kuchen sie möchten und was sie zum Abendessen möchten. Jetzt hoffe ich mal, dass er nicht irgendwie super ausgefallene Wünsche hat, wo ich dann 3 Tage in der Küche stehen muss. So, jetzt wird das Licht aber wirklich... Gefällt mir jetzt selber nicht mehr. Ja, wir haben jetzt auch dann fast 35 Minuten. Das müsste jetzt eigentlich auch mal reichen. Ja, gut. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Viel Zeit zum Stricken, zum Handarbeiten. Und wie immer, lasst euch nicht stressen. Tschüss!